Mit firmeneigenen Fahrzeugen werden die Gäste jeden Morgen hierher gebracht, in die Tagespflege-Zeitperle der Sozialstation Dagmar Dolores Mahnke. Lezen bei Schwerin bedeutet für Senioren kurze Wege und ein typisch Mecklenburger Naturidyll. Jeder Gast wird immer persönlich in Empfang genommen. Die Chefin Frau Mahnke ist bei der Frühstücksrunde täglich mit dabei. Alle hier kennt sie beim Namen und für jeden findet sie ein warmes Wort. Das gehört sozusagen zum genetischen Code der Tagespflege-Zeitperle. Das ist ein Grundprinzip meiner Firma, dass wir familiäre Atmosphäre aufbauen, auch in der Häuslichkeit, genauso wie hier in der Tagespflege. Jeder Gast soll sich wohlfühlen, jeder Gast hat ein Leben hinter sich und hoffentlich noch ein Leben vor sich. Und er soll sich hier einfach wohlfühlen und dafür sorge ich. Ich komme jeden Tag hierher und überzeuge mich selbst, wie glücklich alle sind. Nichts sehnlicher wünscht sich ein Mensch an seinem Lebensabend, als in eigener Häuslichkeit zu verbleiben, solange ihm seine Kräfte das erlauben. Die Tagespflegeeinrichtungen bilden eine gute und sehr beliebte Alternative zum Seniorenheim. Bei der Zeitperle wird großer Wert darauf gelegt, dass die Gäste sich hier wie zu Hause fühlen. Eine bedeutsame Rolle spielt dabei das Essen. Ganz wichtig für mich ist, dass hier ein stilvolles Essen auch zelebriert wird. Das fängt an beim schön gedeckten Tisch und das fängt an bei einer Auswahl der frischen Lebensmittel. Es wird frisch eingekauft und natürlich auch frisch gekocht. Von Montag bis Freitag von 8 bis 16 Uhr verbringen die Gäste ihren Alltag bei der privat geführten Tagespflege-Zeitperle in Lezen bei Schwerin. Ein engagiertes sechsköpfiges Team kümmert sich hier um jeden persönlich. Die Tagesangebote sind immer abwechslungsvoll und gut vorbereitet. Die kleinen Erlebnisse sorgen für eine positive Stimmung. Und für Langeweile hat man bei der Zeitperle einfach keine Zeit. Wir gehen jeden Tag individuell nochmal auf die Bedürfnisse der Leute ein. Oft haben wir auch welche, die sagen, ach nö, das möchte ich nicht. Dann kommen die aber rein in den Raum, setzen sich hin, gucken zu und dann sind sie doch drin in der Aktion, im Ballspielen oder im Raten, in der Gesprächsführung, im Singen. Das muss man auch individuell gestalten können. Professionelle Bezugspflege, eine Rundumversorgung und eine liebevolle Atmosphäre. Dank diesem Konzept genießt die Tagespflege-Zeitperle der Sozialstation Dagmar Dolores Mahnke einen guten Ruf in der gesamten Region. Die Anmeldung hier erfolgt schnell und unkompliziert und es gibt immer noch freie Plätze. Wir haben 27 Plätze und sind im Schnitt täglich mit 23 bis 25 belegt. Also es findet sich immer eine Möglichkeit, noch mit reinzukommen. Das muss man natürlich individuell absprechen. Neben der Tagespflege-Zeitperle in Lezen bei Schwerin hat die Sozialstation Dagmar Dolores Mahnke ein umfangreiches Angebot für Senioren auch in der Landeshauptstadt. Nach dem Prinzip alles aus einer Hand werden ältere Menschen auch dort durch ihren Lebensabend liebevoll begleitet.